fuckt mich jetzt schon ab. Passiert schon wieder nichts, ey. Kannst kotzen. Die großen Maps sind immer so richtig behindert, wirklich. Weißt du, ich geh jetzt rein. Ich kann nicht reden. Ich geh jetzt rein, aber mal rollen. Ich bin voll motiviert, Alter. Weißt du was? Ich geh jetzt rein hier, ey. Kann man Eier lecken, der Bastard, du Hund. Der Bastard. Er will beleidigt werden. Kein Problem, Digga. Dreckiger Hurensohn. Der Huren. Der will hart auf hart zu tun. Der Bastard, warum? So. Wo bist du? Die Tür ist zu. Wer bist du? Wo bist du? Wo bist du? Was machst du, hä? Erzähl mir mal was von dir. Pff, erzähl mir von dir. Also ich geh ein bisschen schlafen, das geht gute Nacht. Wo bist du? Hallo. Komm zu dir in die Gesellschaft. Aber wir haben noch voll viel Sanity, also Sanity zieht er gar nicht. Gleich aber ich mach's denn, die warte. Ja, und, Digga, Rick, komm mal raus jetzt. Ah, Bewegungssensor oder war das Cenk? Cenk. Ich. Oh, Cenk. Ich mach mal Parabolik, oder hast du das dabei? Ich hab das, ja. Ah, okay. Du kannst es liebend gern nehmen. Was bringt das? Weil hier liegt schon wieder überall Blut, Alter. Dann komm her, komm. Ey, woher kommt das Blut jetzt auf einmal her? Ja, das war... Hey, was war das? Hast du das gehört? Was war das? Ja, das sind die ganze Zeit Geräusche da drin. Ja. Alter, jetzt hätte der gekratzt, ey. Ich hab keinen Bock. Hallo. Wo bist du? Ja. Er hört, ey, der ist glaube ich gechanged, kann das sein? Ah, nee. Nee, der ist noch hier. Ja. Hier, denke ich, ist er. Genau hier. Hörst du mich? Hallo. Rede. Ah, hier, gleich. Hier, so die Richtung. Ja, hier. Hey, ich habe die Tür gehört. Wo ist das UV? Wo ist EMF? Such die Sachen! Was ist los? Ja, da tantet der die oder Tür was? Hier. Nein. Nee, die Tür hier ging auf. Ah. Oh man, hier ist auch Gefriertemperatur, ey. EMF5? Was? EMF5? Oh oh. Hast du UV-Licht in der Hand? Nicht, der ist hier. Der ist hier, aber ja. Wo ist das UV-Licht? Bist du hier? Ich hab keine Ahnung. Wer bist du? Oh nö. Wie alt bist du? Ja, aber immerhin eine Sache mehr, so. Das war gut. Kann ich das ankreuzen oder? Ah, schon wieder. Ich brauch das UV-Licht! Kann ich das drücken, EMF5? Ja, kannst du eintragen. Oh, jetzt haben wir nur 1 oder 4, also ja. Ich hol schnell UV-Licht. Schon kacke hier ein bisschen abzuhauen, aber ne? Ja. Ah, es geht. Hey, habt ihr schon mal die Decke angeschaut? Die schaut aus wie der Boden, Alter. Ist so gruselig. Richtig sick. Fingerabdrücke sehe ich jetzt nicht. Wer bist du? Wo bist du? Hallo? Holt? Das Parabol habe ich irgendwo hingeschmissen, weil ich habe irgendwas kratzen hören. Ja, ich tu kurz die Bücher umplatzieren. Bring den wieder hin, Schatz. Ja, für die Kommunion. Setz bitte rüber. Was für was? Kommunion. Oha, der die Kerzen. Die ja. Kerzen tun blinken. Kerzen blinken. Ja. Wo bist du? Was machst du? Nimm mal hin, Digga. Hallo. 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 Hallo, hallo. Also hier sehe ich auch nichts, weder Dots noch Orbs. Ja. Also Orbs können wir rausnehmen, Orbs hätten wir gar nichts mehr. Ja. Orbs könnten wir durchstreichen, brauchen wir nicht mehr. Geisterorb? Geisterorb kannst du durchstreichen. Okay, ich habe EMF Level 5 auch weggestrichen.
Nein, nein, EMF Level 5 ein X machen und bei Gefriertemperatur ein X. Ich geh mal, reden. Wenn du nochmal drauf klickst, dann streicht er das Knöpfchen. Ich geh mal reden mit dem. Orbs brauchen wir nicht so. Alter, die Tür bewegt! Schnell, schnell, Tür, schnell, schnell! Tür, Tür! Der ist hier hinten, safe, der ist da hinten. Die hintere Tür, wo wir gerade das Zeug hingestellt haben. Ja. Ja. Wo bist du? Was machst du? Wo bist du? Was machst du? Wo bist du? Was? Aber du übertragen? Mit Übertragung? Where are you? Where are you? Das ist ganz cool. Where are you? How are you? Where are you? Wo bist du? Where are you? 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 Ah! Hand! Nee, Geisterwind. Oh, Event, okay. Ja, ja, ja. Where are you? Where are you? Wir haben eine Linda, doof. Versuch doch mal mit Namen mit ihr zu sprechen. Warte, Linda. Wenn die Türen hier schließen. Where are you? Where are you, Linda? Das triggert bei Linda, where are you? Linda, how old are you? Oh. Where are you? Where are you? Was ist los? Linda, was ist los? Where are you? Linda, hast du eine Art und eine gedünnste Kette? Oh, Spur. Wo bist du denn? Hand. Huntet der? Ja. Nein. Doch. Ist jemand gestorben? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ah! Tot? Ja, bin tot. Nein. Egal. Ist sie schnell gelaufen? Dachte, nee, hat sich jetzt nicht daran gehört. Das kleine Kindmodell da. Alter. Scheiße. Komm, schafft ihr auch ohne mich. Nee. Sag mir, was ich machen muss. Ich mach das jetzt. Du kannst rauskommen. Warum nein? Sag mir, was ich machen will. Sie hat Angst ohne mich. Ich mach die Map nicht, weil ich hier drinnen bin. Ah, der ist hier. Event. Sag mir, was ich machen soll. Kein Problem, ich mach das. Du könntest... Ist das Geisterbuch drin? Warte. Kokain, warum ist die Kokain einfach? Nein, ist nicht. Was sind die Bücher? Was machst du? Die Bücher, weiß ich nicht, hat Dom hat's nicht hingelegt? Ja, habe ich hingelegt, da wo er die ganze Zeit die Türen fest. Hinten? Buch. Ja, hinten. Ja, genau hier. Weiter. Links. Schau mal, ob der irgendwo ins Buch geschrieben hat. Das sind überall Bücher. Was das ist. Okay, ich komm. What is Ah, warte, hier ist ein Buch, aber... What is los? EMF. Aber hier hat nichts reingeschrieben. Schreib was in the book. Write in the book. EMF. In the book. Write in the book, this man. In the book. Schreib in diesem Buch. Wer bist du? In the book. In the Schreib in diesem Buch. Schreib in this. Schau, hier steht nichts. This book, man. Write in the book. Max Gibson. Max Gibson. Mac Jiggy Jack. Jiggy Jack. Jiggy the Dax. Oh, piep. Piep. Wer piept? Ja, bist du. Was sollen wir denn noch? Was können wir denn noch machen? Das ist die Frage. Oh, Hand, oder? Nein, nö. Oh, lass mich allein.
Cenk hat 0 Sanity, Melissa 30. Ihr könnt Pillen schlucken. Pillen schlucken? Ja, du hast 0 und Melissa 30 Sanity. Also. Ja, das heißt, ich... Er huntet mehr, wenn wir keine Sanity machen. Also mich huntet der da wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich sehe schon. Können wir nicht einfach raten? Ich mag die Map nicht. Ja, dann rate. Warum? Ich beleidige den noch kurz. Kein Problem. Okay. Ich sag, weil es zu lange gedauert hat, Shade. Warte, ich kleiner Hure. Wenn gewesen. Du ein. Warte, soll ich ihn fotografieren oder so? Ja, viel Spaß. Gib mir den Kamera, sofort. Benutzt die Musikbox, Alter, und dann gib ihm. Gib mir die Musikbox her. Ja. Wo ist die Kamera? Ich hab keine Musikbox. Wenn schon, so weißt du, ich meine, warum soll ich jetzt verkacken oder was? Was ist das? Kamera oder was habe ich im Kopf jetzt? Hier, ja, das Runde. Ja, genau, dann schaue ich dir zu. Da kannst du dann Fotos von da aus machen? Nee, leider nicht. Aber wie kann ich Fotos machen? Rechtsklick. Nein, geht nicht. Du musst es wegschmeißen, da irgendwas aus der Hand. Dann soll ich das hier nehmen? Nein, 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 die Fotokamera. Ey, Apparat, hier. Ja, da. Und danach, wie funktioniert die? Einfach rechtsklick. Rechtsklick, ja. Ah, ich verstehe schon. Und du hast nur 5 Versuche, gell? Ach so. Also du darfst mir schon endlich Fotos machen. Aber die Frage ist, ob man von dem halt abhauen kann. Oh, ja. Hunted. Er hunted, versteck dich. Kann ich die Kamera wegmachen? Nein, 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 alles gut, die Kamera stört nicht. Hauptsache Teelichter ausgemacht. Er sucht. Läuft er schnell oder langsam? So mittel, nicht so schnell. Das könnte aber wirklich ein Shade sein, ne? Weil Shades handeln ja nicht, wenn du drinnen bist bei denen im Raum. Ja. Es ist schwierig, einen schüchternen Geist zu entdecken. Safe, ist das ein Shade? Ja, solange wie der gebraucht hat, klar. Was ist das denn überhaupt für ein Beweis bei dem? Weiß ich gar nicht mehr. Buch, ja, meint. Aufgehört, glaube ich. Kann das sein? Warte, ich sag dir, wenn es vorbei ist. Ja, vorbei. Ja, aber wie kann man am besten von dem ein Foto machen? Weil ich bin schon langsam. Zu zweit am besten. Der eine hat Fotoapparat, der andere Räucherstäbchen. Was bringt ein Foto? Also was kann man da erkennen? Was bringt das Beispiel? Das ist ein Geist, das gibt Geld. Genau. So. Wo ist denn die Spieldose? Die ist, da wo der Zirkel sein sollte nochmal. Du Peach. Willst du dich handeln? Komm, hunte dich, yeah. Also wenn du wirklich aggressiv spielen willst, da ist in dem Raum, ja, ja. Hier? Ist am Boden, nee, in dem, wo der Zirkel am Boden ist. Hier meinst du, bei dem Raum? Genau. Ja. Aber vorne auf dem Altar, genau. Da müsste irgendwo eine Spieluhr sein. Sowas klar, wo hast Spielfigur? Du nee, eine Spieluhr. Wo hast du die hingestellt? Ich hab nichts umgestellt, die steht da immer noch. Wo? Stopp! Hier! Die müsste da stehen nochmal. Unter am Boden? Er ist hier. Du und so. Foto machen, du Bastard! Der huntet! Er hat mich. Ah! Egal, geh raus, geh raus. Der ist schwer. Bist du tot? Ja. Also habt ihr alle Shade angekreuzt? Ja. Ich denke mal, dass er ja, das jetzt. Ist. Also ich bin mir eigentlich auch sicher, dass es ein Shade ist. Ist jetzt sonst nichts anderes tatsächlich. Er hat schon lange gebraucht zum Hunten. Aber jetzt hat er gehuntet, obwohl Yasin drin war, ne? Scheiße. Ja, komisch. Hätte aber alles auf den Shade gepasst. Ja. Schade. Ja, immerhin bist du nicht gestorben, sie ist positiv. Ja, ja, die Items haben wir noch. Ja, große Map ist halt schwer. Ja, das Shroud ist echt sehr, sehr leicht. Gott sei Dank. Echt? Ja, Mann. Also Pluspunkte, also wirklich. What ist los, ne? What ist los? Ja, wollt ihr noch spielen oder wollt ihr mit spielen? Warum nicht? Ich wäre noch dabei, was mal je nachdem. Hast du auch Bock? Ist die Frage. Egal. Ja, ja, normal. Okay. Musst du sagen, ob du Lust hast.
Nehmen wir mal eine andere Map. Ich will keine großen. Wir lernen Cenk jetzt eine Map, und zwar die da. Ich kenne nicht, das ist die Standard-Map. Die da. Die Standard. Die da lernen oben, man kann zu Treppe hoch und oben ist Schlafzimmer auch und so, ne, das kenne ich glaube ich. Die tust du jetzt auswendig lernen, dass du richtig mal die Reihenfolge von dem Spiel checkst. Bekommt man jeweils bei den anderen Maps mehr XP oder ist es immer gleich? Da machen wir direkt Profi auf ganz entspannt. Okay, aber... Profi ist doch besser als fortgeschritten. Schwer. Ja, okay. Aber jetzt spielen wir mal richtig und probieren das mal richtig rauszufinden, okay? Also Cenk, der Anfang ist, du gehst rein, du musst immer den Stromkasten anmachen. Der geht aber auch wieder aus. Das kann der Geist wieder ausmachen, aber du machst den an, weil du kannst nur Temperatur prüfen, wenn der Stromkasten an ist. Das muss ich nicht. Angehen, okay? Ja. Als allererstes laufen wir mit dem Thermometer da durch und gucken, wo es am kältesten ist. Okay, ich dann mach die Dinge auf. Diesen EMF-Gerät, das was Domme immer mitnimmt. Was wenn ist denn das? Guck, ich kenne das Beispiel nicht. EMF ist ja, doch... Genau, das leuchtet halt auf, das piept, wenn da halt eine Geisteraktivität ist. Wo, kannst du mir das mal zeigen, wie das aussieht? Ja, warte, wenn ich geladet bin. Geladet? Was so? Nee, das ist Stimme, das ist... Was ist die? Diese hier, das da. Genau. Wenn du das anschaltest, also damit kannst du jetzt auch durchlaufen, weil ich nehme immer Temperatur mit. Bei 4 Dings ist er dann da, oder 5. Genau, aber auch wenn jetzt 1 piepst, dann wissen wir schon, dass der Geist in dem Raum ist. So, bei 5 rastet der aus, oder was? Bei 5 wäre es ein Beweis EMF 5. Okay. Genau, jetzt laufen wir, machen jetzt quasi den, hier siehst du auf diesem Bildschirm, siehst du immer die Haus und da weißt du auch, wo der Stromkasten ist. Der hier ist jetzt zum Beispiel in der Garage. Ja, ich kenne doch die Menschen, wir haben das so gespielt. Okay, ja gut, dann gehen wir da rein, machen wir überall Lichter an, Strom an und gucken erstmal, ob wir den Raum finden. Wenn wir den Raum gefunden haben, kommt immer dieses Gerät hier rein, das da. Das ist das Grüne, wo am Boden grün leuchtet. Weil durch dieses Gerät und durch eine Kamera siehst du dann quasi, wenn der Geist durchläuft. Oder du siehst diesen fliegenden weißen Punkt. Dann sind es auch wieder. Und dann kannst du anfangen zu reden, Geisterbuch und Kreuz und halt deine Aufgaben erledigen. Aber das, was wir jetzt machen, so ist Anfang. Gut, das mit dem Leuchten, okay. Das macht ihr ja immer, dass die Dinger hier. Ja, das nehme ich immer mit, das ist meine Aufgabe. Okay. Ich nehme Gefriertemperatur mit. Ja, genau. Das sind auch noch dann, so Tabletten und so, was ist das? Es ist Salz. Wenn er da durchläuft, dann wissen wir halt Schwur, auch. Ah. Das sind Tabletten, wenn du jetzt wenig psychische Sanity noch hast, dann kannst du die schlucken, dass du nicht so leicht zum Angreifen bist. Wo ist Domme? Ich komm gleich, muss kurz machen. Mach den Stromkasten an. Ja, wir machen schon mal Stromkasten. Ah, ich brauch Taschenlampe, ich bin dumm. Stromkasten ist an, wir können überall Lichter anmachen. Hast du angemacht? Ja. Was auch wichtig zu sagen ist, dass du auf jeder Map nur eine bestimmte Anzahl von Lichtern anmachen kannst. Stimmt. Bei der kleinsten Map halt am meisten. Und wir spielen jetzt auf Profi, ne? Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Ist Gefriertemperatur besser oder EMF? Also ich nehme immer gern Gefriertemperatur, weil wo es am kältesten ist, ja, besser. EMF macht immer dumm, ich bin halt so blöd dafür. So schwer ist es. Also Keller ist auf jeden Fall keine Temperatur. Garage habe ich auch keine Temperatur gehabt. So, jetzt komme ich. Ich höre was. Keller? Ich höre doch irgendwas. Wir haben den Spiegel. Warte mal, ich benutze den mal. Jo. Was? Warum? Ah, warte, Tür. Eine Tür. Tür. Wo ist eine Tür aufgegangen? Warte. Bei diesem Dreier-Ding, glaube ich, hier. Achtung, Leute, ich benutze den Spiegel. Nee, doch nicht. Garage. Was ist das denn? Okay, wenn du den benutzt, dann darfst du nur
einmal Rechtsklick machen, dann siehst du durch den Geist seine Augen. Aber sofort, du kannst es machen, aber du musst es gleich wieder mit Rechtsklick ausmachen, weil sonst huntet der. Ehrlich? Ich will das mal probieren, ja. Weil... Und jetzt? Einmal, guck rein. Warte. Guck rein. Und dann gleich wegschmeißen, weil sonst huntet der. Ah ja, der... Hast. Ja, ich konnte das jetzt nicht entziffern, das war... Das war Toilette oder was? Nee, das ist Garage. Auf jeden Fall, wenn du den Spiegel benutzt, du verlierst so viel Sanity. Das könnt ihr jetzt im Truck sehen. Wenn du Cenk, wenn du im Truck guckst, siehst du. Ja, verliert man gar nichts macht. Ich hab gar nichts gemacht, ihr habt den Spiegel genutzt, kannst du gucken. Da siehst du, was das für eine Auswirkung hat. Ja. Deswegen musst du das schnell machen, so kurz gucken und dann. Das lädt aber auch wieder auf, die Sanity, ne? Nee. Nur durch die Pillen. Ja. Aber wir wissen jetzt, dass der Geist in der Garage ist. Ach, das mit dem Spiegel ist halt so eine Sache, weil du verlierst halt viel. Ich weiß, dass ihr beide keine Pillen geschluckt habt. Ja, der ist hier. 7,7. Ja. Ich höre ganz laut Musik, okay? Okay. Finger ab. Finger abdrücke? Jo. Okay, wir haben schon Beweise. Beweise, Fingerabdrücke. Sagen. Ich spreche mal mit dem ein bisschen. Jetzt kannst du sprechen, weil jetzt wissen wir, wo er ist, in welchem Raum. Jetzt kannst du fragen, bist du jung, bist du alt, wo bist du? Come on, man, gib mir dieses Ding jetzt. Come on, erase. Haben wir irgendwo schon Verstecke? Habt ihr was gefunden? Ich hab nicht geschaut. Der Wandschrank am Eingang ist frei. Beide Wandschränke sind frei. Wer bist du? Wer kommst du? Wer bist du? Kann man das hier rein? Nein. Der ist genau vom... Der ist genau vom Stromkasten. Wer bist du? Boah, woher kommst du? Sehr für den Spiegel. Wer bist du? Wer kommst du? Wer bist du? Pass auf, deine Sanity ist nur noch auf 20, Jassen. Doch, der muss mit Hosen gackeln, ey. Wer bist du? Jassen wird gleich sterben. Nein. So was von. Wer hat schon das Licht angelassen in der Garage? So. Ach ja, das hätten wir vielleicht dazu sagen müssen. Wenn du das grüne Ding da aufgestellt hast, diesen Dot, ne? Au, Hand. Hand, versteck dich am Anfang. Versteck dich am Anfang in dem Wandschrank. Ja, die sind Dings. Halt die zu und wenn er sie wieder aufmacht, mach die wieder neu zu. Zumachen. Hab ich. So, du kannst. Guck für seine Kopfkamera. Hat der nicht Licht an? Nee. Das ist auch Anzeigebug. Nee, das hab ich gemacht. Ich hab ihn auseinandergenommen. So. Warte mal, ich glaube. Er ist fertig. Ist vorbei, kannst raus. Ja, aber guck so, ich habe jetzt extra ein bisschen so, weißt du, damit ich ein bisschen lernen, weil irgendwie muss ich ja das hinkriegen. Das passt schon so, du spielst schon richtig. Ah, ich habe irgendwas gesehen, oder bin ich dumm? Nee. Schaut meine Bücher rein gleich. Wo bist du? Wo bist du? Was machst du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Steht in den Büchern was? Wie alt bist du? Nein. Scheiße. Warum ist der denn schon wieder, ey, so? Den Stromkasten aufgemacht. Cenk, komm mal bitte raus und schluck zwei Pillen, ey. Du hast 1%. Alter. Das nenne ich Eier. Eier, wir brauchen Eier. Hab ich die genommen? Sir, wir haben Eier gefunden. 30% habe ich jetzt. Gut. Mach noch einmal. Noch einmal, aber ihr braucht die doch auch. Egal. Hab ich super genommen, jetzt Hand, haben wir... Hand. Hand, ey, ich helfe jetzt, warte. Ich rede mit dem. Hey, das ist Scholle Scheck. Komm mal raus. Domme, nein! Alles gut. Ich guck durch Fenster, warte. Auf der Map bin ich schnell, Digga. Ja,
Ja, auf die Map. Die Map ist meine Lieblingsmap. Hört sich aber nach Normalspeed an. Okay. Fertig? Ja. Nein, jetzt. EMF 5? Bist du? EMF 5? Ja. Mit ankreuzen? Okay. Ja. Oh, das kann Gin sein wieder, oder auch Bark. Also Geisterbox könnt ihr schon mal komplett vergessen, die könnt ihr rausstreichen, die brauchen wir nicht mehr testen. Ach gut. Das Reden fällt raus. Check. Wer bist du? Ach so. Reden kannst du wegmachen, das zählt nicht mehr. Okay. Was wir jetzt noch brauchen, wäre Dot, Geisterorb, Geisterbuch, Gefriertemperatur. Ich schätze dann mal, wir haben Dot, aber wir haben die richtige Stelle nicht. Kann sein, ja, vielleicht hinterm Auto. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ja. EMF 5 wieder. Mein Bein macht schon wieder Fetzen. Ich muss Schiene. Ja, und was können wir jetzt noch so machen? Oh, warte, es ist auch viel zu beobachten. So. Ich mach meine Schiene mal ab, ey. Okay. Oh Gott. Das weh. Kannst du jetzt zum Beispiel schon mal für Albtraum üben, so nur durchs Beobachten. Ja, ja. Genau. Weil bei Albtraum hast du nämlich nur zwei Beweise, musst den dritten irgendwie rausfinden. Das ist hart. Und ja, es geht eigentlich. Also du kannst mit uns mal Albtraum spielen, aber dann müssen wir uns halt richtig konzentrieren. Ich habe auch Dots. Ich meine, ich habe Dots gesehen am Ende, ganz hinten. Warte mal, wo? Hinten, also ganz hinten durch. Ich stelle das mal um. Vielleicht sehen wir es dann besser. Dots oder Orb? Dots. Ich meine, ich jetzt gesehen. Was bringt diese Feuerzeug eigentlich? Kannst du mit Räucherstäbchen. Ja. Geil, Alter. Räucherstäbchenkerze. Sorry. Red du. Nein, das ist gut. Ich kann eine Kerze mitnehmen. Also mit dem Räucherstäbchen kannst du, wenn er auf dich zurennt und du machst das an, dann tut der 5 Sekunden lang in eine andere Richtung sich bewegen, dann hast du Zeit abzuhauen. Ja, Kerze oder was? Nee, der mit dem Räucherstäbchen, mit dem Ding hier. Ah. Wenn du das so in seinem Raum machst, kann er 1,5 Minuten nicht handeln. Ja, das war Dings. Ich hab's gerade nochmal gesehen, das war dort. Also kann ich das mitnehmen? Ja gut, wir hätten den Geist schon, es ist ein Gorio. Warte mal, hat Schenk das gerade angemacht? Ja, wo? Yes. Ja, das heißt, wenn du es in seinem Raum machst, dann kann er 1,5 Minuten nicht handeln. Verstehe, ah. Und das Kreuz ist einfach auch dafür, für was? Hier? Genau, das hindert ihn dreimal dran, dass er handelt. Also der knappert dann dreimal an dem Kreuz quasi. Kann ich das ja mitnehmen, oder? Oder nee, er muss ja handeln. Ja, wir haben eigentlich alles erledigt. Wir könnten eigentlich gehen. Der Below Sanity noch. Ach stimmt, wir müssten uns alle mal verstecken im Wandschrank. Ich mach das gerade mit dem Spiegel. Ah ja, stimmt. Ich hab 25. An die Tür. Ich mach auch und dann macht Schenk. Einmal kurz rein und wieder raus. Schenk jetzt du? Aber nur kurz und wieder raus, ne? Also. Komm wieder raus! Alter! Oh Gott! Er bleibt da stehen. Der Junge macht mich fertig, ey. Ja, aber ist das die Sicht von dem Geist oder was? Ja. Aber was soll ich ankreuzen? Gorio. Okay. Woher wisst ihr? Wie könnt ihr das so wissen? Weil wir das schon viel öfter verstehen. Also Albtraum ist sehr schwer, finde ich. Ist so. Schon schwer. Da musst du echt strukturiert arbeiten. Arbeiten. Sind wir jetzt noch nicht ready für. Also probieren so. Nicht. Kein Problem. Aber wir können es gern probieren. Ich will mal dabei sein. Also. Wir würden es hinkriegen. Willst du es machen? Safe. Ja, ich von mir oft schon. Dann gib ihm.
Danke, gut. Ab dafür. Albtraum. Du kannst ja auch, wenn du magst, nur mitlaufen oder durch Kopfkamera gucken. Mach schon mit. Guck mal, was ich da machen kann. Ja, im Prinzip machen wir jetzt genau dasselbe. Ja, nur ohne weniger nur halt Beweise. Alles ist schwerer. Ja. Alles schwieriger man und auch, alles schneller. Man sieht jetzt auch die Sanity nicht, das Aktivitätslevel sieht man auch nicht mehr. Man sieht doch nicht mehr, wenn er Hand hält. Krass, man sieht nicht mehr. Tabletten gibt's auch nicht mehr, ne, oder? Bin ich dumm. Du siehst den Stromkasten auch nicht auf der Map, du musst den selber suchen. Aber der endet, der ist noch immer auf der gleichen Stelle. Nee. Nee, der ist auch noch im Keller. Nee. Ah, stimmt. Aber XP bringt halt mehr. XP und Geld gibt's ordentlich, ja, bei Albtraum. Der Wandschrank ist voll. Ja, verstecken wird ein Problem. Ja, verstecken gibt's hier sehr wenige. Wieso? Ist es doch die gleiche Map, oder? Weil ich bin gerade Küche, deswegen. Aber so gesehen. Ja, aber die sind vollgestellt. Ah, oha, Junge. Je höher die Schwierigkeit, umso weniger Dings verstecken. Okay, das ist krass gemacht. Also, in der Garage sind die Spinde frei. Beide. Gut. Handelt er auch schneller? Ja, klar, ne? Ja. Wahrscheinlich. Und länger. Und länger, okay. Wir haben übrigens auf der vorigen Map den Knochen nicht gesucht. Ja, stimmt. Bis jetzt haben wir noch gar nichts. Ich habe auch noch gar nichts. Ich habe nur Strom. Oh. Warte mal, hier ist 5 Grad, 7 Grad. Ich glaube, das ist im Flur. Komm her. Boah, alles ist kaputt. Grad. Hier. 3 Grad, 4 Grad. Der ist hier irgendwo. Irgendwo hier. Ich glaube, der ist im Flur. Wenn du es taktisch machen willst, dann legst du die Items schon mal alle an Anfang, sondern musst du nicht immer laufen. Mhm. Das können wir jetzt auch machen. Nimmst ja, einfach die ganzen mit. Items. Und legst sie, wirfst sie von außerhalb in den Eingang rein, Cenk. Wie bitte? Du kannst die Sachen nehmen und von außerhalb in den Eingang reinwerfen, weil dann geht alles schneller. Mhm. Hast du die Karten fotografiert? Ja. Warte mal, hier ist 1,1. Der ist hier. Wohnzimmer? Ja, hier. Gut. Ja, wenn du Sachen brauchst, die liegen hier schon. Ich muss gucken, ob sich das ändert. Alter, das ganze Wohnzimmer ist einfach kalt. 1,4, 1,1, 0,7. Hier, wir haben Minustemperatur. Was? Gefriertemperatur. Und zwar ist der Bruder hier. Was zum Beispiel immer das einfachste zu testen wäre, sind Speedtests. So, das geht am einfachsten. Wenn du zum Beispiel Geister zur Verfügung hast, so der eine ist schneller, der andere ist langsam, kannst du das einfacher testen. Ja, wir haben die Temperatur. Sehr gut. Very good. Very good. Die Temperatur ankreuzen. Okay, ich nehme mein Bild mit. Den kann man ja nicht mit dem, ne? Noch nicht, also gleich, aber wir können es gleich probieren. Ich würde gerne auch noch hier eine hinstellen, dass wir den ganzen Flur haben. Warum bückt ihr euch die ganze Zeit? Nicht am Abstellen. Angewohnheit bei mir. Genau. Also ich glaube, da hinten würde ich es gar nicht machen. Weil ich habe hier ist minus 7, der muss hier im Flur. Minus 9, der ist im Flur. Where are you? Where are you? Kann auch sein, dass Cenk mal weg muss, ne? Weil der redet ja sonst nicht. Der hört mich die ganze Zeit. Ja, aber guck mal, vielleicht muss Cenk weg, dass er antwortet. Oh, jetzt? Manche Geister reden ja nur, wenn du alleine im Raum bist. No. Where are you? MF5.
EMF 5. Ja. Ankreuzen. Okay. Und Gefriertemperatur. So, jetzt zeigen wir her. Was haben wir denn? Gin-Shade Only Twins. Okay. Also Orb fällt raus. Orb können wir durchstreichen. Geisterbox ist noch offen. Fingerabdrücke sind offen. Ja. Gin ist Speedtest. Shade. Wenig Hans. Oni. Train Sanity Faster, das könnte man gucken. Also warte mal, ich gucke jetzt erstmal, ob wir Dots haben. Das ist das Erste. Weil Orb können wir ausschließen. Ich schaue jetzt erstmal den Flur. Ich habe gehört, Karten spielen. Ja. Also im Flur sehe ich nichts. Und was ist hier hinten? Warte mal, wo bin ich hier überhaupt? Wo bin ich hier? Das ist die andere Kamera vom Flur. Das sind die ganzen Lichter an. Hier, die da wollte ich. Ich glaube, der ist da hinten. Wo war die? Ja, ich glaube, wir haben Dots, wenn ich mich nicht verguckt habe. Wir haben doch schon zwei Sachen, wie soll das gehen? Der ist ja durchgelaufen, glaube ich. Oder das warst du gerade? Das war er. Ja, die ganze Zeit schon. Wir haben... Wenn du gesagt... Du hast doch vorhin gesagt, gefriert oder nicht? Ach ja, stimmt. Das habe ich nicht angeklickt. Ich lasse ihn da nicht allein drin, Digga. Das geht nicht. Weißt du mal, was haben wir jetzt überhaupt noch? Wir haben noch einen Gin. Was hat denn Gin noch? Hier, Cenk, zieh mal eine Karte. Wo ist denn ein Gin? Ich finde den Gin nicht. Dann? Hier. Der Gin hat die Fingerabdrücke, aber die könnten wir gucken. Hast du Fingerabdrücke gesucht? Bleib mal drin, gib her. Warte mal, gib mal her. Ich seh den da durchlaufen. Ja, aber ich hatte EMF 5 und gefriert, also das geht doch gar nicht. Wir spielen noch einen Albtraum. Hat irgendwas mit Mond, Stern, keine Ahnung, Stern. Kann das doch trotzdem sehen. Boah, ich hatte gerade Hangman, aber full Glück gehabt. Aber man sieht es doch trotzdem. Oh, oh. Der Handhit! Ich glaube, das war ein Gin. Von der Geschwindigkeit her, wo er vor mir war, war der nicht gerade schnell. Echt? Also ja. Ein Gin bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seine Stromquelle zu entziehen, hindert den Gin am Nutzen seiner Fähigkeiten. Das war ein Gin, hast du es gesehen? So mit, der war so verkleidet, so. Das hat doch damit nichts zu tun. Ja, wir könnten höchstens mal die Stromsachen alle wegtun. Kann er mal weggehen, ich will Karten ziehen. Okay, weg. Sogar entkommen, Alter, was geht? Aber warte mal, ein Gin ist bekannt, mit hoher Geschwindigkeit sich zu bewegen. Ja, wenn das, wenn der weiter weg ist oder nicht. Ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Stärke? Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Schwächen? Dem Ort seine Stromquelle zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Weiß ich nicht. Shade? Ja, Shade. Hm. Shades ist immer so ein Ding, ne? Shades sind bekannt als schüchterner Geister. Befindet man sich im selben Raum mit dem Geist, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Stärken. Es ist schwierig, einen schüchternen Geist zu entdecken. Schwächen. Ein Shade wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in seinem Raum hat. Eigentlich könnte man Shade schon mal ausschließen, oder? Denke schon. Weil ihr wart ja eigentlich bei ihnen im Raum, oder nicht? Ja, ja, doch. Nee, wir waren am Anfang. Achso, okay, dann können wir nicht ausschließen. Wir haben ja Death-Karte gezogen. Das war kein normaler. Dann nicht. Oni lieben es, ihre Opfer in Panik zu versetzen. Ich habe gewagt, ne? Ich habe gesagt, ja, moin, warum kann ich kein Emote, Kuss oder Schlagen anwenden, ne? Ja. Und der Teamler hat geschrieben, beide Spiele müssen dafür Emotionen beim anderen Spieler drücken.
Ich hab gesagt, ja, hab ich, geht nicht. Und was sagte der? Er ist tot. Warten halt, ne? Er ist tot. Wer ist tot? Ich mach mal. Dummel. Wieso bist du tot? Ich hatte Hangman-Karte. Oh, wow. Ach nein. Warte, 1% Chance, die Karte. Passt schon, mach dir weiter. Aber jetzt kann ich den Geist beobachten, wenn er handelt. Ey, das könnten aber auch die Zwillinge sein, ne? Ja, aber dafür liegen zu viel Sachen, also zu wenig Sachen im Raum. Da braucht ihr mehr Eitel zu. Berichtet, dass diese Geister Handlungen anderer nachahmen. Ja, sie wechseln ihre Angriffe ab, um ihre Beute zu verwirren, stärken. Jeder der beiden Zwillinge kann verärgert werden und einen kranken Angriff auf seine Beute starten. Schwächten. Die Zwillinge interagieren oft gleichzeitig mit der Umgebung. Ich denke, es könnte auch ein Zwilling sein. Ja, werf mal mehr Sachen in den Raum, dann kann er damit interagieren. Hier, kannst du haben, du Pisser. Kannst du auch die Kamera haben oder meine Taschenlampe. Die nehme ich mit. Komm, dein Gesicht. Maurice ist das. Hallo Maurice. Alles gut, Maurice. Bei mir ist alles wunderbar. Ich bin da innen. Cenk räumt die ganze PKW-Ladung in das Wohnzimmer. Sollen wir doch. Voll motiviert, der Kerl. Ja, Mikrofon. Ich hab ein Mikrofon, den fick ich jetzt. Mit F. Wenn du dich hinsetzt, kannst du F klicken, dann benutzt du das. Geht nicht. Leuchtet das? Nee. Der Teamler hat geschrieben, ne? Hallo? Ja, hab gerade getestet. Danke, werde ich weitergeben. Ich habe gesagt, ja, bitte machen Sie das. Danke. Rick, ich kann das nicht benutzen. Du musst es am Boden hinstellen. Dich hinknien und am Boden benutzen. Ja, nicht. Wo hab ich das jetzt hin? What the fuck? Ist weg? Und noch mehr Sachen. Ich glaube, mein Spiel hat sich auch geärgert. Oh nein. Nee, alles gut. Ich mach das Salat. Was sagt er? Der Himmel sieht bunt nicht. Aber noch! Könnte mal. Der Peach hat mich auseinandergenommen, warte mal. Das war Event. Machen wir die Tür auf hier wieder? Oha, jetzt ist er aggressiv, Alter. Uff. Der Hunted. Hand vorbei. Ich dachte, der Hunted noch. Nee, fertig. Denk mal einfach bei der Blume, ey. Warte. Ich hab... Wo ist das Mikrofon? Ich muss langsam raus mit dem Verstecken. Ah, hier ist das Mikrofon. Hallo! Was bringt das jetzt? Hallo! Gar nix. Du hörst ihn dann einfach nur schreien. Das geht automatisch. So. Wenn du ihn hören willst, selber musst du das Parabol-Mikrofon mitnehmen. Ich will ja... Das ist dieses Runde hier, das da. Wieder. Wo ist mit Rechtsklick an? Ah. Dann hörst du ihn schreien oder sowas. Oh nein. Hallo? Kommst du nicht rein oder was? Nein, ich trau mich nicht. Hallo? Sobald ich tot bin, ist vorbei. Ja. Was kann ich jetzt noch machen? Noch mehr Sachen auf den Boden legen oder was? Wir müssen mal logisch überlegen. Hm? Ein Shade kommt eigentlich schon in Frage. Meinst du, wir hatten das eigentlich relativ schnell? Weil er huntet ja gerade nicht, wenn Cenk immer drin rumläuft, ne? Ja, ja. Ne. Hm? Hm. Könnte aber auch ein Gin sein.
Was sagst du? Ich? Gute Frage. Was sagst du, Cenk? Weiß ich nicht. Gin, oder? Oni schließe ich auch nicht. Also Oni habe ich auch ausgeschlossen. Oni denke ich auch nicht. Gin wäre schon auch in Frage. Weil Shade. Oni kann es nicht sein. Der ist null aktiv, Shade oder Gin? Wenn Cenk drin ist. Gin oder Shade? Die Zwillinge denke ich jetzt eher auch nicht. Nee, Gin oder Shade? Shade. Wir müssen ja, eigentlich handverlassen. Ja, muss Speedtest machen mit dem Gin. Ja. Ich kann dir das perfekt sagen, weil ich hier alles sehe. Mach das am besten in der Garage. Ich mach das jetzt. Was denn? Der Gin ist schneller, wenn... Ein Gin bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Was haben wir denn als Spielzeug? Karten, ich bin nur Hangman gehabt. Ja, stimmt. Ich kann sogar nicht machen. Nee, geh einfach in die Garage, warte bis er huntet und dann sehe ich ja dann, ob er langsamer wird oder nicht. Das stimmt. Ich schluck zweimal Pillen. Kann ich dir das sagen, ob er langsamer geworden ist? Warum liege ich da so komisch? Okay, ich bin eingesperrt. Fotografiert mal meinen Körper. Immer noch ein bisschen Geld, wenn man die tote Leiche fotografiert. Hab ich. Ich hab mein Handy vibrieren hören. Hey, woher kommt das jetzt? Da liegt irgendwo ein Handy in der Garage. Ja. Er handelt nicht so oft. Ja, deswegen. Ich denke vielleicht echt, das ist ein Shade. Mal gucken. Also man muss dazu sagen, dass Melissa jetzt Pillen geschluckt hat, ne? Stimmt. Ja. Ich hatte Angst. Hallo. Kann nicht viel machen, aber warten. Warten. Kann man den provozieren? Ja, klar. Ja, dann... ja stimmt. Geisterbox? Ja, ne? Ah, ja. Ah, auch, ah, ja. Ah. Cenks Fachgebiet. Ich bin vom Fach. Hallo. Hier hört er mich. Bleib aber auch in der Dings in der Garage. Was, sonst sehe ich das nicht, ob er schneller wird oder nicht. Ja, ja. Aber hier hört er mich leider nicht, glaube ich. Jezebe. Tantet der? Nee. Nicht? Nee, ich höre nix. Oh. Nee, ich lese bloß, deswegen habe ich mich eingesperrt. So. Hallo. Ah, hier hört er mich auch. Du Hund! Hallo. Hallo. Jetzt? Nee, ne? Ich schreie, wenn er Hand hat. Weil ich höre... Ich höre das nicht wegen dem... Hallo. Ja, irgendwie hat er keinen Bock. Ich glaube, das ist geschehen. Könnte, ja. Solange wie das dauert. Ja, safe. Ich weiß genau, wenn ich jetzt rausgehe und zurück in den LKW, dass er handelt. Ja, normal. Sind noch irgendwo Verstecke? Warte, ich schau für dich. Komisch. Im ersten Raum links, die Wandschränke sind offen. Also da ist nichts drin. Also im EMF 5? Ja, der, wenn du reingehst, links, dieser, ja, ja, den du auch durchs Fenster siehst. Ja gut, also, bis ich da hinlaufe, kann ich auch die Tür auf. Ah, nee, der Stimme in der Hand hat, dann muss ich dann... Die Wandschränke sind, also, da ist nichts drin. Da kannst du rein. Ja.
Oh, EMF ist an. Alter. Hallo. 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 Hallo, ich Hallo. Bin. Hallo. Komm, Hunter, du Fixer. Was, Maurice? Was krass? Hab ich Maurice gehört? Der ist echt nerven, der ist echt nerven, sag ich, ja. Der macht gar nichts. So Angst oder was? Ja. Sie hat immer Angst. Ey, kann man nicht Musikbox holen oder so? Nee, leider nicht. Ich hatte die Karten. Uff. Custom Difficulty einfach alle anmachen. Hm. Neben mir tickt die Uhr, das passt also, so perfekt, ey. Ich bin so sicher, dass das ein State ist. Ja, ich würde es auch einklinken tatsächlich, weil es passiert nichts. Hi, Hunted! Hunted! Natürlich Hunted! Ey, warum? Der, warum? Ich wollte nicht raus. Ich bin nur, weil ich draußen bin, Hunted der oder was? Ich loch rein. Da ist er. Ich sterb. Nee, nee, keine Sorge. Doch, ich stehe ihm nirgendwo. Was habe ich gerade noch gesagt? Ich gehe raus und die Hunted. Ja, ja. Die ist voll langsam. Ja, ist ein Shade. Ja, es muss ein Shade sein, ja. Was soll sonst da? Natürlich hunte die, wenn ich rausgehe. War so klar einfach. Wo bist du überhaupt? Ich bin im Zimmer einfach drin. Hunte die immer noch? Ja. Jetzt nicht mehr. Hand vorbei? Ja. Ja. Ja, aber die war voll langsam. Könnte auch wieder ein Djinn sein, ich weiß nicht. Nee, nee, ich glaube schon. Ich glaube, es ist... Also, ich denke, es ist ein Shade. Was habt ihr? Ja, ich mach mal Risky, ich mach Djinn. Ja? Okay, und was sagst du, Cenk? Shade, glaube ich. Ich sag auch Shade. Weil die war null langsam, schneller als die in meiner Nähe war. Null. Ja, schau mal. Ich meine, ich bin tot, das ist so oder so egal. Ja, hast du Shade angekreuzt? Mhm. Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Am Ende, wir sind beide falsch. Ja, richtig. So. Ah. Ist ein Shade? Ja, ja. Ja, ich hab's mir gedacht, weil die war in meiner Nähe und ist an mir vorbeigelaufen und die war nicht schneller. Eigentlich hätte die schneller werden müssen. Oh, Moment. Hallo? Ja. Will mein Leben. So, Digga. Jetzt geht's aber leicht. Jetzt geht's ab. So, Digga.